Zombie Apocalypse. So. Geht's schon los? Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS. Hier ist wieder der Marv mit dem Sepp, dem Michael und dem Kevin. Hallo! Und direkt am Anfang nochmal zu erwähnen, heute ist Freitag. Heute ab 20 Uhr, 20.30 wieder Livestream, neue Aufnahmen, neue Folgen. Seid mit auf Twitch dabei. Bei mir, beim Park 66 Modding oder beim Kolke Gaming TV. Ja. Genau so sieht's aus. Hier gerade die Claudia hatte Drescher voll. Ja. Ja, dann würde ich sagen, na, bis gleich. So, Kevin? Ja. Dann würde ich sagen, Abfahrt, lass uns mal runterfahren. Jo. Und wir gleich das Auto noch wegpacken und den Hänger, ne? Wenn wir wieder oben sind. Jo. Gut, dann. Ja, nee, Frontlader brauchen wir nochmal zum Silo machen. Lass ich gleich dran. Lassen mal dran. Wie viel hast du denn jetzt drin im Silo? Ich glaube 100.000. Ich sehe nichts. Links ist bestimmt ja, frei, kann's. Oder? Ja, kann's. Da sitzt so ein Männchen im Weg. Hey. Ja, komm, dann lass uns mal gucken, ob die Sachen da sind und dann müssen wir gleich den von denen aber wieder mit runternehmen, ne? Den müssen wir dann gleich mal runterfahren. Ach, ja, den fahren wir nochmal. Ja, fahr ich gleich den eben runter, dann kannst du mit dem anderen oben gleich schon mal loslegen. Ach, dann können wir meine Ape auch mal ausfahren, dann kann ich dich damit unten abholen. Ja, stimmt. Mit der Ape. Ja. Okay. Oh. Und rüber, jawohl, der ist weg gerade. Oh, hier sind sogar noch die Öldecken. Von dem Autounfall. Ja, das ist wohl wahr. Ja, mal gucken, wo sie angeliefert haben, was? Oh, da steht schon was. Uiuiui. Das ist unser. Meine Güte. Wollen wir erst irgendwie Bescheid sagen? Oder ja, komm, wir fahren jetzt. Nee, wir fahren mal eben Bescheid sagen, komm. Dann gucken wir mal, ob die auf dem Hof sind. Ansonsten rufe ich die mal eben an. Lass mal gucken. Oh, da sehe ich schon jemand durch die Scheiben. Ja. Oh, was ist denn hier los? Ganz großes Geschütz. Da bist du dekadent ausgebrochen. Na gut, ja, anscheinend, ne? So, komm, dann lass mal eben. Jo. Sepp! Sepp? Ich glaub, da hört ich mich nicht mehr. Da schleift sich irgendeiner in unseren Funkkanal auf. Hallo Sepp, mach mal aus. Hallo. Ich steh neben dir. Hallo. Hi. Du, pass auf. Wir wollten die Maschinen abholen. Jo. Die stehen drüben auf dem Parkplatz, haben wir gerade gesehen. Ja, wollt ihr die so abholen oder sollen wir mit dem Tieflader hochfahren? Nö, wir fahren die mit dem Tieflader, wir fahren die so hoch. Ja, alles klar. Matt, der Kevin, der kann ja die Silo-Walze nehmen und ich nehme dann das andere hier Pferd. Jawohl. Ich würde euren dann gleich einmal runterbringen. Ja? Ja, das ist gut. Und dann fahre ich dann wieder hoch, kein Problem. Genau, ich mache euch gleich noch eben sauber, machen leer, machen sauber und dann bringe ich ihn euch runter. Ja, super. Ne, und entweder kommt der Kevin mich gleich abholen oder einer von euch bringt mich gleich mal kurz hoch. Jawohl, so machen wir das. Alles klar, dank dir, bis später, ciao. So, Kevin? Hallo? Ja, hier ist ja ein Massenangebot oder was, ne? Ja, komm, bevor wir platt gefahren werden. Nee, glaube ich nicht. Dann lass uns das Ding mal. Dann schnappt ihr die Silo-Walze und ich nehme mir das Gefährt. Ne? Nee, ne? Nee. Das Gewicht ist ja nicht unser.
Gut, du fährst vor, ich fahre hinterher. Gut, dann auf geht's. So. Einmal rum hier mit der Luzi. Fahrvernunft. Ja, fahr langsam. Moioioi, vorsichtig. Ich glaube, fürs Silo drücken nimmst du am besten den Fendt dann, ne? Gut, ist der andere leer? Ja, aber dann fahre ich den nämlich jetzt gleich runter. So. Dann wollen wir mal einmal rum hier. So, dann fahren wir den mal wieder runter. Warte mal. Ja, fahr mal vor. Ich muss mal eben umstellen. Der Pickup. Ah, okay. Moment. So, dann machen wir den mal hier. Jawohl, da so ist besser. Okay, dann fahr mal. Ich komme. Ne, ich fahr zwei, ich kann 52 fahren, mein Freund. Jo. Ja, du auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind, aber ist schön hier. Weißt du, wo der stand? Stand der auf einer Rampe oder so? Okay, dann gucken wir mal. Ja, ich glaube doch, der stand auf der Rampe. Das war, das ist das Vorführmodell, das Ausstellungsstück. Sag mal Bescheid, dass ich ihn auf der Rampe park. So. Nein.
Moment, liebe Leute. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment, gib mir eine Sekunde. Hallo? Ah, so. Jetzt bin ich wieder da. Oh Mann. So. Mathis. Ach, Kevin. Ich mach mal dein Knatterding da aus. So. Also Sepp, hi. Ich hab euch das Fahrzeug vorne wieder auf die Rampe gestellt. Okay. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Also wir fahren dann jetzt auch wieder. Achso, nee, eine Frage hatte ich wohl doch noch. Genau. Wie sieht das denn hier mit dem Bauen aus? An wen muss ich mich da wenden? Oder läuft das auch alles online über die Plattform, dass ich das beim Kanton anmelde hier? Genau, online über die Plattform. Okay. Genau. Das hört sich gut an. Gut, dann werden wir da mal gucken, dass wir das gemacht kriegen. Also das läuft dann genauso wie der Landkauf, dass wir uns dann im Karton Felsbrunnen online melden, dass wir hier was bauen wollen. Korrekt. Okay, alles klar. Mehr brauche ich nicht an Infos. Dann kriege ich den Rest wohl hin. Wenn nicht, melde ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch. Genau, so machen wir das. Na? Danke dir. Und was macht ihr? Reichtum ausgebrochen. Ja, aber jetzt sag mal, den hattet ihr doch letztens noch nicht hier, den... Doch, den hat man, der Name nur versteckt gehabt. Damit ich den nicht sehe, ne? Ja. Ja, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß und wir sind dann mal wieder weg, ne? Ciao! Jo, dann hau mal rein hier. Na? So. Ja, hau mal ab hier. Ich kann das nicht sehen, den arbeitenden Leuten hier zuzugucken. Ich muss selber was tun. Ja, das ist wohl wahr. Guck mal, haben die hier noch ein Silo gebaut? Ja. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Weil du nicht alles weißt. Ja, da sagst du was, aber habe ich nicht drauf geachtet. Nee. Außer du fährst. Ja. Ach, ist das doch schön. Gut, was liegt jetzt an? Also wir müssen unten düngen auf dem Feld. Ja, ich gucke, ich würde aber dann jetzt, glaube ich, gleich, wie viel hast du denn jetzt da oben schon weg? Weil dann würde ich mir den Fendt nämlich schnappen zu mähen. Der hat nämlich ein bisschen mehr Arbeitsbreite als der Kleine. Ich guck mal, weil wir haben ja die Wiese da drüben ist ja auch noch, ne? Ne, ich gehe mal im Gucken, warte mal. Okay. Okay, pass auf, machen wir wie folgt, ich mähe das Stück hier noch und dann fahre ich hier runter und mähe das Stück noch. Dann haben wir das, dann sind wir damit durch, dann passt das. Und dann großen Ladewagen nachher dran und dann gib ihm. Dann kannst du, wenn du fertig bist, dir den kleinen schnappen, das kleine Stück hier einsammeln. Eventuell schwade ich das gleich auch direkt noch, müssen wir mal schauen. Und dann fahre ich die große Wiese runter, mähe die schon mal ab. Ne? Machen wir das so. Ach so, ja, das müssen wir. Ja, gut, das können wir aber dann gleich in einem machen. Dann mähe ich jetzt erstmal, dann schwade ich eben und dann müssen wir sammeln. Guti. So. Dann holen wir uns mal das Mähwerk und dann geht's ab die Post.
als Schussel heute, ne? Jawohl. So, dann fahren wir jetzt mal da vorne hoch. Da kommen wir nämlich besser auf die Wiese. Ja. Ach ja. Kevin, kannst du mir den Schwader schon mal hier hochbringen mit dem Göldner? Eben, wäre das möglich? Weil ich bin hier oben jetzt gleich durch.
was hochbringen? Ach so, du meinst das Mähwerk mit dem Lindner, mit dem Lindtrack. Nee, wir haben doch keinen Schwader dafür geholt. Nee, ich brauche direkt den Schwader, weil das wird sonst zu viel. Ich will das erst in der Bahn haben, dann ist es gleich einfacher. Ja, stell mir den hier oben einfach hin. Ich fahre jetzt schon mal eben kurz hier den Zaun ab. Jo, danke. Ja, meine Lieben, so. Also. Was ist denn jetzt los? So. So, meine Lieben, das war's dann aber auch wieder für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher im Livestream. Denkt dran, 20 Uhr, entweder bei dem Stocki, beim Stockmanns, beim Falk66 Modding oder hier bei mir bei Twitch. Im Kolke Gaming TV, Links unten in der Videobeschreibung zu den Livestreams. Von daher wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns später. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.